Hallo Leute! Das war meine Stimmübung des Tages für dieses sehr, 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 sehr besondere und sehr, 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 sehr coole Video. Ich hatte eine richtig geile Idee und ich habe mir jemanden dazugeholt, der jetzt nicht da ist. Und zwar, hi, Kim, was geht? Kim und ich machen heute eine richtig geile Challenge. Und zwar sind wir ja gerade in Paris, also für euch sind wir gerade in Paris. Wir waren in Paris. Irgendwie kriege ich das gerade mit den Zeitformen nicht hin, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe 24 Stunden lang für Kim das coolste und besonderste Essen, was ich in Paris gefunden habe, rausgesucht und es sie blind essen lassen. Und das gleiche hat sie auch für mich getan. Das heißt, heute werden wir komplett nur blind essen und erraten müssen, was für krasse Kreationen wir da gerade essen. Es sind wirklich richtig geile Sachen dabei. Also Leute, falls ihr bald nach Paris fahrt, holt euren Notizblock raus oder eure Notizen-App, was auch immer. Oder vielleicht unseren Schülerkalender. Das war jetzt eine Überleitung. Meine Schwester und ich haben zusammen einen Schülerkalender rausgebracht. Ihr wisst ja, dass ich jedes Jahr seit jetzt mittlerweile 6 Jahren einen mache. Der ist jetzt zusammen mit ihr und der geht für das ganze Jahr bis nächstes Jahr im Juli. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch einen zu holen, falls ihr noch keinen habt. Ihr bekommt ihn in jeder Buchhandlung und bei Amazon. Links dazu sind unten in der Infobox. Es gibt jeden Monat richtig coole DIYs, Tipps, Tricks, Hacks, super praktische Listen, Sachen zum Ausfüllen und Notizen, die ihr jetzt rausholen solltet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim wohl tollsten Video, was ich jemals gedreht habe. Let's start with the Frühstück. Wir sind angekommen in Paris. Wir gehen jetzt direkt zu unserem ersten Frühstücksspot. Heute ist Kimobert dran mit Augen verbunden haben. Nein. Ich hoffe, du hast dein Make-up nicht zu schön gemacht. Ich habe es wundervoll gemacht. Meine Wimpern werden danach so nach unten gucken, aber ja, ich schwöre, das war irgendwie ein bisschen dumm. Also ich habe einen geilen Spot rausgesucht und ich hoffe, dass das alles funktioniert. Kim, wir gehen zu Starbucks. Juhu, Starbucks. Wir gehen natürlich nicht zu Starbucks. Das ist echt ein bisschen scheiße von dir, ne? It's time. It's time to say goodbye to my Augenlicht. Ich muss jetzt meine Wimpern so, weißt du, so machen. Ja, ja, du schaffst das. Hand geben. Und wir gehen jetzt. Finger machen. Wenn dir das sicherer ist, there it is. Pass aber auf. Ja, ich pass auf. Da war einfach so ein riesiges Loch gerade. There we have it. Oh, da ist auch eine Schlange. Was machst du? Was? Wo bin ich? Das ich ist sag's dir ne? nicht. Ich hab's richtig gemerkt, da wurde es irgendwie so kalt. Mach das nochmal. Was ist da denn? Dieses Video wird so schlimm. Hä, hey, was ist denn da? Wir haben uns einfach gerade an der falschen Schlange angestellt, Leute. Die fängt einfach hier an. Wie beliebt muss dieser Laden bitte sein? Das geht an Julia. Wenn du heute keine leckeren Snacks hier raussuchst, ne, dann fahre ich wieder. Ich habe Hunger, ich möchte was Gutes. Bitte mach keinen Scheiße. Ich will keine Schnecken. Ich möchte keine irgendwas Komisches in meinem Mund haben. Auch keine Austern, die ich irgendwie so ausschlürfen muss, okay? Macarons, Baguette, Fromage, Rotwein, Krebs, alles. Ich hab da was. Ey, das sieht krass aus. Das ist das teuerste Frühstück, was ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Lava hoffe, doch nicht. Geil. Wie viel hast du denn bezahlt? Wir probieren erst und dann rätst du. Okay. Wir sitzen jetzt an dem ungefähr lautesten Spot, den wir uns hätten aussuchen können. Aber wir wollen nicht mehr warten und es fängt an zu regnen. Deswegen, Kim, Augenklappe auf. Okay. Es fängt so krass an zu regnen. Oh no, okay. Nee, lass mal unterstellen irgendwo. Scheiße. Ja, super Location, würde ich sagen jetzt, ne? Das ist Schönheit in Natur. Ich du. Ganz ehrlich, es ist ein bisschen sad, dass du das jetzt probieren musst, ohne es zu sehen. Das ist jetzt komisch. Du kannst es auch selbst in die Hand nehmen. So. Okay. Oh mein Gott. Mm. Was denkst du, isst du gerade? Baguette. Hä? Verarsch mich doch, oder? Hä? Denkst du wirklich, du isst ein Baguette? Ciabatta. Jetzt sei mal ehrlich. Das leckerste Croissant Frankreichs. Dann mach jetzt mal Augen auf. Oh mein Gott, was? Jede einzelne Schicht sieht man. Schau mal in dieses Croissant-Loch rein. Ich würde da gerne reingehen. Ne? Jetzt darfst du gucken. Was ist das denn? Das ist ein Marillenplätzchen-Ding. Ein Plätzchen. Ja, ein Plätzchen. Oh, nein, ich habe noch was anderes, was du ohne Augen probieren musst. Okay. Wie perfekt sieht das aus? Warum ist es so schwer? Es ein ist echt Stein. Schwer, ne? Ein ja, du isst jetzt einen Stein. Was ist das? Soll ich da reinbeißen? Ja. Es ist so groß. Für Brühe, Vanillepudding. Augen auf. Wow. Krank, oder? Boah, was? Wie hübsch ist das bitte? Endlevel, vorbei. Wir können ja aufhören. Aber wie viel hast du bezahlt? Was glaubst du? Ich habe 4 Sachen gekauft. Ein Croissant, ein Schoko-Croissant und diese 2 Tarts. 25 Euro. 32. Oh mein Gott. Next Level, oder? Alter. Absolut geil.
Es ist Tag Nummer 2 und heute bin ich dran mit Blindsein, aka Kim wird heute für mich das Essen raussuchen. Und ich habe Spots rausgesucht, wo ich nicht klarkomme. Ganz ehrlich, ich glaube halt wirklich, dass es geil wird, weil Kim kriegt immer so richtig, richtig geile Sachen rausgesucht. Deswegen freue ich mich auf diesen Tag. Ich übergebe die Kamera an dich. Jetzt wirst du mal sehen, wie das mit den Wimpern ist, wie es sich anfühlt. Oh, scheiße. Hey, so genau eng. So. Siehst du noch was? Nein, gar nichts. Okay. Ich spüre auch nichts mehr. Sehr gut, dann gib mir deine Hand. Na, wie fühlt sich das an? Scheiße. Ja, ne? Okay, einmal hier rein. Einmal ganz schnell. Vorsicht, Fahrradfahrer! Hast du Hunger? Ich habe so Hunger. Perfekt. Wir haben bisher nichts gesehen. Hier hinten ist es schon. Ich filme mal kurz drin, ja? Du bleibst genau da so stehen. Wir sind hier in einer Cereal Bar. Hier gibt es so richtig geile amerikanische Cornflakes. Also wirklich eigentlich alles. Und man kann da einfach so richtig chillig so alles gucken und alle möglichen Cornflakes bestellen, auf die man Bock hat. Also richtig nice. Hier kann man auch noch andere Sachen auswählen. Es wird auf jeden Fall fancy. Ich bestelle uns jetzt erstmal was. Kim ist jetzt gerade drin und bestellt. Ich sehe mich jetzt nicht mal, weil ich ja sonst in dem Viewfinder sehen würde, wo ich gerade bin. Ich weiß nur, dass es gerade übertrieben heftig nach frittierter Zwiebel riecht, also so nach Zwiebelringen oder so. Und ich verstehe es nicht ganz, weil es ist halt morgens. Ich dachte, wir frühstücken. Ich kann einfach alles auswählen, was geht. Ich habe Oreo genommen, Lucky Charms, da kommt das jetzt alles rein. Plus Toppings, das wird richtig fett. Und dann bekommt ihr einfach in so einer Nudelbox richtig geil. Ich finde, du sollst jetzt den Weg auch alleine reinfinden. Was? Das ist die Challenge für heute noch, so ein bisschen extra dazu. Ich navigiere dich. Stufe, Stufe, Stufe. Das ist doch eine Lüge. Stufe, Stufe, wirklich Stufe. Oh, sie hat es schon fertig, du kannst schon mal... Ja, wo muss ich denn hin? Ja, genau. Du kannst dich hier hinsehen. Ist ready? Okay, perfekt. Hi. Du musst meiner Stimme folgen. Was? Hier, hier, hier. Hilf mir. Okay, kannst du dich rumdrehen hier und hinsetzen. Hä? Riecht das verarschen? Kriege ich jetzt ein Tattoo? So, riecht das hier nach irgendwas? Draußen roch die ganze Zeit nach Zwiebelringen. Mhm. Jetzt riecht es ein bisschen asiatisch, aber ich weiß nicht. Geil, ich Alter. So probieren. Ja, natürlich muss es jetzt so probieren. Ich gebe es dir, warte. Okay. Funktioniert das? Nein, nicht so gut. Mach mal deinen Mund auf. Auf, auf, auf. Weiter, 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 weiter. Und jetzt, warte, warte. Jetzt mach mal deinen Mund spitz. Jetzt zieh mal. Mm. Und jetzt kannst du deine Dings abmachen. Oh mein Gott, hä? Was denn? Damit habe ich nicht gerechnet. What the f***? Das ist einfach so Cornflakes in der Müsli-Box und man konnte sich alles zusammen aussuchen. Hä, wie cool ist das denn? Crazy, ne? Da sind so Bars drin, French Toast, Lucky Charms mit Hafermilch. Oha, oh mein Gott, Toastscheiben. Ja. Hä, wie süß ist das hier bitte? Wie cool sieht das aus? Und man kann da auch einfach so Serien gucken auf so Leinwand. Egal, dieser Laden. Hast krank, du den Laden schon gefilmt? Ja, normal. Kennen die Leute diesen Laden? Die kennen den Laden hier. Auch mit Schokosoße und so. Wie krass ist das denn? Das ist ja ultra cool. Einfach in so einer Nudelbox? Ich dachte erst, dass das jetzt so ein Smoothie ist, der so voll viel Deko und drumherum hat. Und so, weißt du? Das habe ich noch nie gesehen. Übel geil. Warte mal, wie viel ich von deinem Geld ausgegeben habe. Oh, 10 Euro? Höher? 15 Euro. Nein, 12. Boah, teuer aber. Aber geil. Perfektes Frühstück, oder? Ultra geil. Das ist voll der geile Start einfach. Ich mag den Tag. Ich check jetzt, dass das ein Strohhalm ist, aber ich habe davon schon draus getrunken. Warte, Kim, was für Milch ist das? Hafermilch. Echt? Oha. Krass, das schmeckt so wie es normale Milch. Übel geil. Ich habe schon gedacht, du lässt mich jetzt heute den Rest des Tages furzen, aber... Wir würden an einem Boot sitzen. Ne? Laktose-Gang. Schreibt übrigens mal unten in die Kommentare, was ihr findet, wer die cooleren Sachen bei jedem Gericht rausgesucht hat. Also jetzt bei Frühstück und jetzt natürlich auch beim Mittagessen. Wir stehen jetzt gerade vor unserem Mittagessen-Place, Leute, und ich glaube, ich habe wirklich nur so richtig übertrieben. Was machst du da? Ich habe nur so Insta-worthy Dinger rausgesucht, dass da einfach schon wieder eine Schlange ist. Da hinten stehen wieder so viele Leute an. Ja, da stehen so viele Leute an. Aber es wird geil. Crazy Sachen gibt's da. Ich schwöre dir, was wir da essen werden, das wird special. Das hast du noch nie gegessen, ich sag's dir. Ich habe eigentlich alles gegessen. Stimmt, ich kann dir das nicht sagen, du isst immer alles. Nee, nein, das hast du noch nie gegessen. Punkt. Wir sind jetzt in den Laden drin und Kim ist zum Glück zu mir. Das heißt, sie sieht nicht, was hier drin passiert. Es sieht so süß aus. Und du hast keine Ahnung, was sein könnte, oder? Ich höre einfach nur diese Opernmusik und denke mir so, was tun wir hier? Es ist halt echt geil, weil niemand hier das Gericht hat. Das heißt, du musst diese doofe Augenbinde nicht aufsetzen. Der Plan ist, dass während ich bestelle, Kim Kopfhörer reinmachen muss, sodass sie nichts hört. Und dann wirklich erst sieht, was sie isst, wenn sie es vor sich hat. Gönn dir. Und das machst du jetzt lange. Sehr, sehr lange. I'd like to get the Mami Alfredo, the pancakes. Der Laden scheint so special zu sein, dass man auf jeden Fall beide was nehmen müssen. Es reicht aber auch was zu trinken, deswegen habe ich jetzt einfach irgendeinen Tee geholt. Okay, ja, und das andere ist anscheinend so special, dass es 20 Minuten dauert. Alter! Es ist angekommen, einfach viel früher als gedacht. Und es sieht irgendwie nicht so aus, wie ich dachte. Aber es ist trotzdem, glaube ich, cool. Echt? Kim hat die ganze Zeit die Augen zu. Halt ernsthaft. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, lol. Verwirrst mich mal. Ich kriege irgendwie Senfeier. Was für Senfeier? Die Mund auf.
Mund auf. Was war das? Mund auf. Oh, ich höre, das hat komisch geschmeckt. Was ist das, Mann? Mund auf. Es schmeckt irgendwie so sauer. Ganz. Und? Schmeckt's nicht? Es ist so süß und so salzig gleichzeitig. Augen auf. Cool. Das passt nicht zusammen. Was ist das? Es sieht übel fancy aus, aber es passt gar nicht zusammen. Ist es echt süß? Ist süß und dann kommt irgendwie so Avocado einfach. Was haben die sich dabei gedacht? Im Internet sah das so aus, als wären das so richtig krass geile fluffy Pancakes, aber halt so mit savory Sachen bei, weißt du? Savory? Was heißt das? Ja, so salzig halt. Mit Auge besser? Nee. Scheiße. Er ist ultra komisch. Ist komisch, oder? Ich habe nicht keine Geschmack irgendwo, oder? Ich glaube, das soll einfach special sein. Ist es auch? Ja, fail. Deswegen nimmt keiner diese blöden Pancakes, weil die einfach nicht geil sind. Immerhin, die Location ist süß. Ich würde sagen, ein kleiner Fail darf auch dabei sein. Okay, bis gleich. Ciao. Ich sitze jetzt hier gerade an so einem richtig süßen Ort irgendwie. Also das ist so eine Mall hier. Aber ich warte jetzt gerade auf Kim. Die müsste eigentlich jetzt jeden Moment kommen. Die hat mein Essen. Wo sie das jetzt her hat, ich verstehe es absolut nicht. Aber ich denke, sie wird es euch jetzt erklären. Nicht erschrecken. Oh mein Gott, hi. Du musst so bleiben, ja? Ich bleib so. Es wird ein bisschen romantisch hier. Romantisch? Sagen. Es wird romantisch. Okay. Wo hast du das jetzt her? Ich check's gar nicht. Ja, ich habe meine Kontakte spielen lassen. Die war nämlich nicht in einem Laden. Die stand einfach an der Straße und meinte, geh mal jetzt. Die Person bringt mir das. Ja, das war wie auch so ein Dealer. Es war auch tatsächlich wie so ein Deal gerade. War ganz verrückt. Wie ging das denn jetzt? Am besten stellst du nicht zu viele Fragen, weil sonst, ne? Okay. Okay, Freunde, das ist das Cuteste, was ich jemals zu jemandem gemacht habe. Schaut es euch an. Ist das nicht toll? Was hier drin ist, seht ihr auch am besten gleich erst. Ich bringe das einmal kurz zu ihr. Oh mein Gott. Schau mal, als würden wir heiraten. Ist es da? Es ist tatsächlich schon da. Ich finde, du solltest es selber aufmachen. Wow. Also ich will es dir jetzt nicht in den Mund stecken, weil du solltest es dir erstmal. Was ist das denn? Sind das Schoko-Erdbeeren? Oh mein Gott. Was hast du denn gemacht? Okay. Da Luftballons dran. Ganz ehrlich, nimm einfach ab. Denn? Sieht so aus, als würden wir heiraten, oder? Was hast du gemacht? So. Soll ich sehen? Das ja. Eigentlich die Challenge ist genau ach, das die Challenge ist das. Ne? Dann mach nochmal drauf. Ja. Aber okay. Du hast jetzt die Herzluftballons gesehen. Ich hab keine Ahnung, was das sein könnte. Käseplatte oder so? Hast du eine Käseplatte bestellt? Das wirst du jetzt erschmecken. Geh mal her, jetzt darfst du es nicht oh mehr berühren. Ich zeig's jetzt erstmal euch. Oh mein Gott! Riecht voll nach Banane. Machen wir das mal so. Und ein bisschen so. Und dann so. Hä, was machst du da? Beiß doch mal ab, Mann. Wo ist es denn? Ja, du musst es riechen. Also, ich gebe jetzt. Ja, okay. Schokolade. Aua, ich hatte meinen Finger. Ich dachte gerade, ich habe deinen Finger gebissen. Das war mein Nagel. Okay, wie war das so? Ist das ein Schokopancake? Hab ich? Okay, du darfst. Oh, voll toll, oder? Oh mein Gott, wie süß. Ist das nicht toll? Ich habe dir jetzt einmal eine Sache zusammengestellt, das wäre das nächste gewesen. Oha, ist das geil. Hä, Kim, Alter, das ist so cool. Oder? Ich habe das gesehen, ich war so, wow. Das ist ultra geil. Ja, Mann, das haben die extra ich frisch zubereitet. Oha, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, das ist richtig süß, auch mit den echt kitschigen Luftballons. Ja, es ist einfach. Mit denen wir jetzt hier vor dieser Mall sitzen. Einfach herzergreifend. Neben uns Leute essen McDonald's, KFC, wir so. Fancy Picnic in Paris. Ja, ich finde, es sollte auch ein bisschen romantisch sein. Oh, jetzt hast du es ganz aufgegessen. Das gehört dazu. Ey, ich komme nicht klar. Ich liebe dieses Video. Das ist einfach geil. Ich fühle mich jetzt schon schlecht, weil ich habe das Gefühl, du hast so viel geilere Sachen rausgesucht als ich. Wie zur Hölle findest du das? Das habe ich euch am Anfang gesagt. Nee. Die Alte findet einfach immer so geile Sachen. Also ich fand diesen flauschigen Pancake mit dem Lachs schon extrem geil. Mobbing. Mobbing nenne ich das. Einfach Mobbing. Aber ist mir egal. Darauf esse ich jetzt erstmal ein Stück richtig geilen Brownie. Wir haben einfach ein absolutes Date in Frankreich. Das ist doch so ein richtiges Scheißstück und alles. Oh Mann. Warte mal, wie viel das kostet. Oh. Save 40 Euro oder so. 50? Ja, 50, weil ich gesagt habe, Euro. Lieferung noch, ne? Das hat nochmal 10 Euro mehr gekostet. Aber Alter. Jetzt habe ich es selber. Aber musst du trotzdem bezahlen. Ja. Aber die haben Herzballons dazu gemacht jetzt. Okay, schon und doll. Ist eigentlich für 4 bis 6 Personen ausgelegt. Ja, passt. Aber ich dachte, hä, wir reisen ja auch noch zurück irgendwann. Kleines Lunchpaket. Nehmen wir so mit zum Flughafen. Safe? Wir tun das im Koffer, Digga. Hä? Soll ich jetzt einfach zumachen? Ja. Gehen wir jetzt gerade über eine Straße? Nein. Ey, wenn hier ein Bordstein kommt, dann muss mir das sagen, ne? Ja! Ich fühle das! Okay, nein, hier kommt nichts. Wir sind jetzt beim Snack Place angekommen, Leute. Man hätte es kaum glauben können. Hier ist wieder eine Schlange. Die Schlange ist einfach so lang. Ich hab da was für dich. Ich suche so, als ob du Julia bist. Du bist anders. Okay, Kim, das wird jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich werde es dir irgendwie versuchen, so ein bisschen in den Mund zu schieben, okay? Okay. Mund auf. Mund auf, hab ich gesagt. Digga, ich schwöre, ne? Mach es richtig. Ja, ich versuch doch. Okay, jetzt beiß. Ich meine, nein. Willst du auch sehen, was du gerade gegessen hast? Ja. Ein Vagina? It's a Vagina. It's a Vagina. Das ist hier Dings, ne? Ja, genau. Das ist dann, wo die Pipi rauskommt. Wir müssen jetzt den Aufbau einer Vagina erkennen, oder was hier? Ja, doch. Da kommt doch die Pipi raus, oder nicht? Nee.
Was laberst du? Die kommt hier raus. Nein! Kim, das ist das. Das? Das ist das, was kein Loch ist. Was? Ah, nee, doch! Oh mein Gott. Das schmeckt auch super geil. Es gab auch Pimmel, aber ich wollte kein Pimmel. Ey, danke, dass du mir nicht einfach Pimmel in meinen Mund geschoben hast. Ja, das wäre wesentlich weirder gewesen. Frauenpower. Peace. Das ist ein Hashtag. Das ist wieder besser als der Pancake, nee, oder? Das ist Heaven gerade. Kim hat mich jetzt gerade in so einen Luxusschuppen hier geführt und meinte, hier werden wir jetzt gleich was essen. Wir essen jetzt eine Prada-Schnitte. Lecker. Verarschst du mich? Nein, wir müssen gleich deine Augen zumachen. Hier drin? Willst du jetzt irgendwie einen Louis Vuitton-Kuchen essen oder was? Deine Aufgabe ist es jetzt, mir etwas zu kaufen. Ach so, das ist nicht die Challenge. Ach so, vergessen. Ich fahr jetzt erstmal weiter hoch und gleich darfst du nicht mehr gucken. Ja, wohin? Hoch? Mhm. Boah, ich liebe es, mich auf Rolltreppen zu setzen. Aber man muss aufpassen, dass man rechtzeitig auf. Ich sag dir Bescheid, alles gut. Was machst du eh nicht. Yes! Oh, ich glaube, wir müssen rein. Du guckst nicht hin, ne? Du guckst richtig schön auf den Boden, sodass, wow, hier sieht es so cool aus. Ich will es auch sehen. Das geht leider nicht. Also das hier wird bestimmt schmackhaft. Wow. Okay, ich muss es erstmal finden. Hoffentlich ist das hier. Es ist genau hinter dir. Ja. Aber du darfst nicht gucken. Ich hole es jetzt, ja? Okay. Du darfst genauso hier stehen, ja? Okay. Okay. Halleluja. Es heißt Pompon. Es sieht ganz crazy aus. Und es sind halt einfach Mochi-Donuts. Ich würde sagen, wir nehmen einfach von jedem ein. Merci. Es ist alles eingetütet. Die Sachen da waren voll süß. Ich will gleich zurück. Wir gehen gleich hin. Cool, danke. Es ist richtig schade, dass du das gerade nicht erblicken kannst. Mann. Nach was riecht es? Es riecht wieder süß. Kim. Ey. Was hast du jetzt wieder gemacht? Ich gebe dir einfach mal ein und du musst einfach mal abbeißen, hast ja? Hast du mehrere Sachen gekauft? Aha. Mach mal Mund auf. Einfach. Ja. Oha. Boah, ich will die Augen aufmachen. Das schmeckt natürlich richtig süß aussehen. Okay, 3, 2, 1, go. Oha. Das oh mein Gott, was lecker. Weißt du, was das ist? Donuts. Ja, aber nicht einfach normale. Donuts? Mochi-Donuts. Oh mein Gott. Richtig crazy. Ich weiß nicht genau, woher der Name kommt. Das schmeckt so gut. Ehrlich? Und es sieht so wunderschön aus. Ja, voll krank, ne? Ey, probier das. Okay. Das schmeckt so gut. Okay, jetzt verstehe ich, wo der Name herkommt. Der ist nicht wie ein Donut. Der ist viel so scrunchiger. Ja. Boah. Alter. Mit Popcorn noch und das weiß ich nicht. Das sieht so geil aus. Ey, ich liebe diesen Tag. Können wir das einfach für immer weitermachen? Mhm. Ich probiere den jetzt, ja? Mhm. Alter, keine Ahnung, was es ist, aber es schmeckt so gut. Das ist so wie so ein matschiger Donut, aber in übel positiv. Du kennst doch Mochi, dieses Reisding, oder? Kranke Idee. Leute, kommt hier bitte hin, Popcorn. Oh mein Gott, Alter, ich raste aus. Es ist wirklich schwierig, das mit Kim zu machen. Okay, die finden immer die krassesten Sachen. Aber jetzt kommen wir zum Abendessen. Leute, wir mussten gerade so viele Treppen laufen. Gar nicht witzig. Das war wirklich gar nicht witzig. Puls auf 150, no joke. Ohne Spaß. Das ist das Grand Finale. Das ist das Grand Finale. Und jetzt stehen schon Leute hier an, obwohl dieser Laden nicht mal geöffnet hat. Was? Tadadada. Ja, der macht erst um 19.15 Uhr auf, wenn wir unsere Renovierung gemacht haben. Wenn wir die Renovierung gemacht haben, dann macht der Laden auf. Ich schwöre dir, dass wir es so noch nie in deinem Leben gesehen haben. Diesmal wirklich. Und diesmal auch positiv. Ich bin so ein richtiger Showmaker gerade, ne? Du bist ein Spannungsaufbauer, ne? Oh yeah. Krass, mein Herz fängt an zu schlagen. Wir müssen nur wirklich schaffen, dass du nichts siehst. Dieser Laden sieht auch so cool aus, weil der einfach absolut klein ist. Das ist alles. Oh mein Gott, wir können reingehen. Was ist das? Wir gehen in den Zirkus. Das ist jetzt irgendwas Komisches, wenn da Clown als Kellner ist. Sieht halt wirklich ein bisschen aus wie Zirkus, ne? Ich muss nämlich hier drüber steigen jetzt. Was? Über den Tisch? Ich muss jetzt hier drüber gehen, ja. Warum musst du denn jetzt über den Tisch? Was? Was? Kannst du jetzt mal tanzen? Also, ihr seht schon, dieses Restaurant ist ein bisschen verrückt. Bist du schon verwirrt? Ich bin sehr verwirrt. Ist absolut verwirrt. Sie meinte gerade, es ist eine Tradition, hier über den Tisch zu laufen. Also, die steppen auch teilweise hier so drauf. Müssen wir gleich irgendwas machen? Wir sind ja in so einer Show, was ist das? Nein, 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 nein. Muss man Essen selber kochen. Nein. Egal, was ich mache. Du wirst einfach null damit rechnen, weil es so stupid ist. Hä? Ich schwöre, ich packe gar nichts. Eigentlich bin ich schlau, ne? Aber jetzt schon stupid. Ich muss ihr nicht mal die Augen verbinden, weil es so schon immer noch trotzdem absolut verwirrend ist. Was ist das? Da kommt bestimmt Feuer raus, Alter. Der erste Gang ist serviert. Sonst Kim! Wenn du so trinkst, das ist ja krass. Nein, mach's nicht! Aber ja, das ist die Überraschung, das ist Biber-Pipi. Jetzt im Ernst? Nein! Ich guck mich hin. Wir nehmen auf jeden Fall dieses Käsefondue hier. Einfach, weil ich übelst Bock auf Käsefondue habe. Das hat absolut nichts damit zu tun, sondern es geht halt wirklich einfach nur ums Getränk hier. Nicht um das, was wir gerade bekommen haben, sondern ein anderes, was ich gleich bestellen werde. Was so absurd ist, dass ich einfach nicht hingehen musste. Und Kim hat keine Ahnung. Ich meinte gerade zu Kim, sie darf auf gar keinen Fall lesen, was hier an der Wand steht. Und sie hat gerade schon gesagt, da steht Baby Bottle. Und ich so, ah, cool. Und dann meinte sie so, ach so, nee, nee, irgendwas mit Wein. Also sie hat es einfach komplett erraten. Aber sie weiß es nicht. Und sie ist gerade Hände waschen, by the way. Also sie steht nicht gegenüber von mir. Nimm das. Was ist das? Und trink. Nein, ich hab Angst. Ist das was Scharfes? Nein. Nein, ist alles gut. Du trinkst das jetzt auch? Ja.
ja. Ich schwör auf alles. Ja, ich schwör auf alles. Was ist das, Mann? Ist das, was ist das? Was ist das? Guck. Soll ich gucken? Ja, guck. Hä? Was denn? Du findest es gar nicht krass? Doch, ich find's krass. Mann. Ist das jetzt ein normales Getränk? Probier. Naja, du musst halt die aus der Flasche trinken. Ein bisschen länger her, weiß nicht. Du musst das kippen. Was ist das? Es ist Wein. Aus einer Babyflasche? Ja! Hä, wie chillig. Ich schwöre, eine kranke Idee. Kannst du das bei mir haben? Ich soll dir jetzt die Flasche geben? Das war so eine geile Idee, Digga. Und was essen wir? Ums Essen geht's mir nicht. Es geht mir eh rum. Es ist so absurd, als ich das gesehen habe. Ich dachte wirklich, das ist eine Verarsche. Something like a baby. Wie witzig. Oh geil, oder? Oh nochmal geil. Ich dachte erst, du findest es richtig scheiße. Warst du voll uninspressed? Nein. Nee. Ich war einfach nur geschockt. Aber nun nochmal die geile Idee. Für 15 Euro können wir diese Flasche auch kaufen. Ah, ja, das ist unser Essen. Das ist ein geisteskrankes Restaurant. Krank, oder? Wir haben einfach richtig fettes Käsefondue jetzt. Ja, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Auch. Krank, oder? Ich auch nicht. Geil. Gegabelt. Ist es wie Käsebrot oder noch besser? Besser. Oh, geil. Kim? Okay, ich glaube, damit hätten wir das geklärt. Wer ist denn jetzt? Leute, wir sitzen jetzt schon am nächsten Standort und es ist mal wieder hinter mir und ich habe mal wieder keine Ahnung, was es hier gibt. Also darauf freue ich mich jetzt schon mit am meisten, muss ich sagen. Echt? Ja. Bitte nichts Süßes schon wieder. Ich habe den ganzen Tag nur süße Sachen gegessen. Würdest du mich nicht freuen? Doch. Okay. Diesmal wird das Ganze Gott sei Dank nicht süß. Ey Leute, aber das ist etwas, das ist so crazy und ich glaube, sie wird es unnormal feiern, weil sie auch richtig darauf steht. Deswegen, wir bestellen das. Das Essen ist da und es sieht anders geil aus, ne? Also, echt? Boah, ey, es sieht aus wie so eine göttliche Ereignis, gerade weil das hier auch... Oh Mann, Kim! Ihr seht, was das für ein Patty ist, ne? Ihr seht... Patty? Au! Krieg ich einen Burger? Nee, nicht ganz. Am liebsten würde ich selber einfach reinbeißen. Beiß mal bitte rein, nimm es dir in die Hand. Oh mein Gott, das ist ein Burger. Was denn? Was ist das? Was soll was? Warum ist das so fest? Kann man das essen? Soll ich da jetzt reinbeißen? Das wäre gut, wenn du da vielleicht... Es ist natürlich auch Veggie. Du kannst natürlich gerne reinbeißen jetzt. Fühlt sich so hart an. Warum? Los, beiß einmal richtig, mach mal richtig groß. Einmal... Oh mein Gott. Was denn? Wie, du weißt, was es ist? Was denn? Doch ein Ramen, oder? Wieso Ramen? Das ist ein Burger. Mach doch mal deine Augen auf, eventuell. Crazy, oder? Alter, sieht der krass aus. Der ist heftig. Einfach ein Burger aus Nudeln mit Käse. Hä, oh mein Gott, das ist Käse. Ja, übelkrank, oder? Das ist ja mega cool. Mega, oder? Das ist ja ultra lecker. Heftig, das oder? Krank. Krass, ne? Ich hab's schon mal gegessen, deswegen du, es ist ganz schön nicht alleine. Das schmeckt wirklich lecker. Obwohl, mit Käse habe ich noch nicht probiert. Das schmeckt richtig gut. Es ist wie Ramen mit Käse. Ja, das ist der Shit. Ja, ja. Nein, Mann, übel lecker. Vor allem, da ist auch so Tomate und Basilikum. Es ist halt ein Burger, ne? Irgendwo auch. Es ist aber ein anderes Erlebnis als ein Burger. Guckt euch das mal bitte an, wie cool sieht das bitte aus, dieser Käse. Ja, ja, ja. Das ist echt richtig geil. Krank, ne? Und sei mal ehrlich, genius. Ja, richtig genius. Vor allen Dingen ist es geil, dass sie nicht einfach so ein random Veggie-Patty da reingeklatscht haben, weil die schmecken meistens scheiße, sondern einfach Käse. Feier ich auch. Sieht aus, als hätte der Burger so schöne Lockenfrisur. Das schmeckt auch richtig gut. Das will ich auch mal probieren. Leute, ich sehe gerade, Kim hat einfach auch übel den krassen Burger. Der ist einfach rosa. Man muss ja auch selber gönnen. Zeig mal bitte. Krass, oder? Der sieht ja richtig cool aus und diese Pommes sehen auch ultra aus. Geil. Da ist so voll krasses Gewürz dran. Das schmeckt ein bisschen wie Pombeeren. Dieses Video war einfach toll. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Falls ihr nochmal sowas sehen wollt, vielleicht in einer anderen Stadt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr bei meinem letzten Video vorbeischauen. Hier kommt ihr zu Kims Video, da kommt ihr zu ihrem Kanal. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Vergesst nicht, bei ihr vorbeizuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Knutschen. Bye.